Grüß euch Leute, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Paraworld. Das letzte Mal ist uns der Druide verreckt, das habe ich jetzt gerade erst so wirklich mitbekommen. Und wir brauchen was daher, scheiß erstmal auf Taslow-Turm, wir brauchen erstmal einen Tempel. Achso, nein, eine Taverne. Wo kann man das? Wo ist hier die Taverne? Taverne, Heuertelnern, genau. Und ja, das heißt, wir können keinen Taslow-Turm bauen. Wobei, war hier nicht noch irgendwo... Vorsicht, Fleischfresser! Hier war nicht irgendwo noch Stein, oder? Weil das wäre jetzt halt saugeil, wenn man irgendwoher... Wobei, was braucht ein Stein? Hier der kleine Turm. Kann ich irgendwoher... Gebäude wird abgebaut, die benötigten Ressourcen werden wieder... hergestellt. Okay, ja, das, dann machen wir das, weil scheiß auf den kleinen Turm, den brauchen wir eh nicht. Da bauen wir dann lieber einen Taslow-Turm hierher. Wo ist der Kampf? So, ihr fickt die erstmal. Ey, mach mal. Genau. Und Beißattacke. Aber ja. So. Taslow-Turm. Dann brauchen der zum... Was? So, okay, jetzt erstmal Druide. Ah, wir brauchen mehr Nahrung, wir brauchen mehr Nahrung. Sehen wir weiter? Wir müssen hier Lagerkapazität erhöhen. Und dann kurz warten. So. Was? Scheiß drauf. Das hört sich gut an. Erstmal Rückzug. Erstmal. Das hört sich gut an. Erstmal Rückzug und. Aber ja doch. Taslow-Turm. Jetzt. Ich glaube, die werden jetzt gleich von da rechts angreifen. Ist Aufgabe. Ich weiß nicht, ich hab's irgendwie Platz so da. Gefühl. What the fuck? Mach die platt. Na, alles klar. Okay. Ich glaube, die hier können so halbwegs die Stellung kurzfristig halten. Ja? Blau! Ich habe aber, wie gesagt, im Gefühl, dass die jetzt da links lang angreifen. Hier! Weil die haben links schon lange keinen größeren Angriff mehr gemacht und am Ende der letzten Folge erst oben, also... Rein der Logik folgend... Kommt schon, macht schneller Nahrung, ihr Huren. Hm? Macht irgendwas, keine Ahnung, macht Holz. Geht ah, ich habe eine Idee, wie wir... ich habe eine Idee. Ja, okay, ihr hier, du nimmst den Dampfpanzer auseinander und du killst den mit einem Schuss. Komm. Du machst irgendwo den anderen Scheiß. Boom, und du hieß irgendwo nur Mammut. Egal. Ich habe eine Idee, wie wir Steine bekommen. Bazaar braucht 100, genau. Bazaar hier. Und Bazaar hier. Und die Handelssaurier, die dazwischen herumfahren, sollten dann im Endeffekt uns Stuff bringen. Was für ein Spaß. Yippie! Mach ihn down! Yeah. Mach ihn down! Yippie! Yeah. Okay, und jetzt Druide. Warum haben wir so wenig? Genau. Level Maximum erreicht. Das heißt, Level Maximum erreicht. Schade. Ja, stimmt. So, hier. Geht's los? Egal. Auf den erstmal Weg. Erstmal zurück und erstmal hier. Was wollt ihr? Speerwerferin, bauen den Taslow-Turm fertig. Weiter. Weiter fertig. Jetzt haben wir auch Taslow verloren. Das ist auch nicht gut. Das ist ganz beschissen. Gibt's was? Ich kenne den Weg. Das ist ganz beschissen, dass wir Taslow jetzt auch verloren haben. Ich weiß nicht, ob wir damit copen können. Wir brauchen halt wieder viel Nahrung. Und wir brauchen erstmal hier noch einen Stegosaurus dafür. Der Druide steht euch zu Diensten. Bela steigt mal kurz auf und der Druide steigt hierher auf. Ich spüre die Kraft. Genau. Spür die Kraft. Ich geh mir nicht am Sack gerade. Allzeit bereit. Gut. Ich spüre die Kraft. Du gehst erstmal hier hin und eine heilst sämtliche Einheiten. Wo ist der Kampf?
Okay, mein Speer steht bereit. Du stellst dich jetzt hier in die Mitte und heilst mal. Wobei, nein, alle Einheiten sind eigentlich quasi voll geheilt. Das finde ich gut. Und hier... Du baust den anderen Bazar und einen Handelsdino. Für den wir gerade... Ah, wir brauchen dafür Stein für den Handelsdino. Ei! Können wir irgendwas anderes abreißen? Irgendwas. Irgendwas, was Stein benötigt hat. Hier den kleinen Turm. Will mich zwar töten, aber scheiß drauf. Ich muss es versuchen. Macht euch bereit. Ich komme in letzter Zeit so gerne von der Seite. Das sollte hier aber alles funktionieren. Okay, ihr Schweine. Arbeit? So, dann machst du, keine Ahnung, mach halt irgendwas. Kein Problem. Geht mir nur bitte gerade nicht mit irgendwelchen, ja, ich muss euch gemacht. Arbeitern erklären, dass ihr Rohstoffe abbauen sollt. Was wollt ihr? Am Arsch. So, mach mal Wumms, genau, und ihr macht mal Bissattacke. Macht euch bereit. Weil ich euch hasse. Zu Recht. Der Druide hier ist gut und wichtig. Kommt. Weiterer Rückzug, damit erstmal die Taslo-Türme auch ordentlich ihren Nutzen macht euch bereit. Machen. Er wird langsam unruhig. Wo ist der Kampf? Hier. So, der Taslo-Turm wird aber gebaut und der eine Turm müsste gleich vorbei sein. Wir können ihn wieder aufbauen, sobald ein Level Max. Achso. Was soll ich aufspießen? Das war Level 1 oder ja. Gut, okay. Macht nichts, passt so. Wir müssen den hier jetzt einfach nur der Gittern von Handelsplatz zu Handelsplatz und wir sind alle glücklich und zufrieden am Ende. Alles ist vergänglich. Ja, alles ist vergänglich, vor allen Dingen. Wird hier gleich alles vergänglich sein, wenn wir hier ständig herumscheißen. Da ist der nächste Bazar. Was? Da ist der nächste Bazar. Kannst du... Genau, handel mit dem. Handel mit dem. Mach Stuff. Ich habe keine Ahnung, wie viel Stein wir dafür bekommen. Kann ich das an dem einstellen, dass wir Stein bekommen explizit? Was? Glaube nicht. Egal. Wir brauchen Taslo zurück. Für die Türme. Ganz dringend. Ganz dringend. Ja, wir bekommen... Oh, wir bekommen 200 Stein, oder? Oh nein, wir bekommen... Keine Ahnung, wie viel Stein wir bekommen. Egal. Wir bekommen zumindest ein bisschen was. Na, alles klar? Yippie! Yeah! Oh, okay, das hat wenig gebracht. Stets bereit. Bela mit seinem Instant-Schuss muss hier mal kurz aushelfen. Achso, nein, lieber darauf. Und Heinrich Kleemann auch nochmal hier. Beißt! Macht Stuff, seid geil! Jetzt das hier, alle auf den. Und jetzt alle auf den. Genau. Und dann ausgezeichnet. Nach rechts. Wobei, nee, ich glaube die. Nee, wir müssen da nicht nach. Wobei, wie viele sind es? Nee, das macht der Turm alleine. Das macht der Turm alleine, das passt schon. Guter Gedanke. Hier. Und ihr baut den hier weiter. Na, das war? Verstanden. Was hast du vor? So, ich hab das hier vor. Arbeit. Und du baust den Turm dann gleich wieder auf. Genau, das passt so. Okay. Alles klar, also Taslo. Taslo, überall noch zwei Taslo-Türme, Alter. Kommt schon. Okay. Allzeit bereit.
Und Cole an vorderster Front, bitte. Der Erzdruide bitte nicht an vorderster Front. Alles ist vergessen. Okay, ja. Wo ist der eine Arbeiter, der hier jetzt reparieren sollte? Ja. Hm? Hier, genau. Der repariert schon. Alles klar. Gut, und wir bekommen nicht viel Stein, aber wir bekommen einigermaßen Stein. Wir sollten mehr Nahrung produzieren. Wir sollten noch ein Schlachthaus bauen. Ja. So. Gut, okay. Dann Taslow. Taslow, du Dreckskind, komm. Komm schon. Mach schneller. Was muss erlegt werden? Komm, Bots sind fertig. Was muss erlegt werden? Ich meine, der muss ja fertig sein, oder? Oder repariert sie den hier? Keine Ahnung. Hier ist eh kein Wall, also von daher... Das sollten wir mit Tassel aber auch bald ändern. Ach Gott. Wir haben viel zu wenig... Nächste Aufgabe. Mehr als präzise. Auf in den Kampf! Schon wieder. Warum sind da dauerhaft diese miesen Arschkröten? Wumms. Alle Taslow-Türme schießen, das ist schon mal viel wert. Genau getroffen. Lässt sich machen. Okay. Wie gesagt, wir haben auch gerade noch volle Einheiten und alles, aber... Finde den Weg. Oh, jetzt ist hier drüben alles im Arsch. Ja, aber jetzt müssen wir hier helfen. Arbeit. Jetzt müssen wir hier drüben so ein bisschen... Also nicht mit allem, aber mit einem guten Teil müssen wir da jetzt rüber. Dann, Taslow, Einheiten, ach so, Einheiten Maximum. Wir brauchen nicht... Was wollt ihr? Viel Speerwerfer. So. Ja, ich glaube, auf der Seite zwei Taslow-Türme, ein Arbeiter, der sie repariert und wir haben's. Ich will kämpfen. Hey, worauf wartet ihr? Und los! So, ihr Schweine, okay. Dann... Passt das hier so? Ja. Hey, worauf wartet ihr? Dann wieder zurück hier. Kommt! Cole, vorderste Front. Okay. Okay, wir müssen jetzt, wie gesagt, alles sehr taktisch noch machen. Taslow ist zur Stelle. Taslow, yes. Ich habe eine Idee. Geile so. Arbeit? Ja. Okay, du machst hier weiter Fleisch. Verbrauchst mal nicht unsere Steine. Können wir los? Was hast du vor? Los, los. Bauen wir den Basar ein bisschen näher an dem anderen. Moment hier. Handel Schädel für Stein? Ja! Ja! Ja, das ist ja gut. Okay, die da drüben werden angegriffen, scheiße. Nein, nicht du. Taslow. Hier. Was? Stufe 4. Taslow-Turm, hier drüben noch einer. Dieses Schädel für Stein, glaube ich, wird mir hier den Arsch retten. Ich will kämpfen. Und zwar so ich hardcore. Vor. So Mach hardcore wird mir das den Arsch retten. Aber das so, genau. Alright, dann. Hier das eine Feld lasse ich mal frei für irgendwelche Typis. Da Kleemann auf keinen Fall verrecken darf und nicht allzu viele Lebenspunkte hat, gebe ich ihn auf Stufe 5. Was haltet ihr davon? Ich halte viel davon. Und bauen wir mal noch ein Brachio-Katapult, weil so ein bisschen noch mehr Fernkampf wäre auch nice. Haben wir die halbwegs vernünftig auch als... Bei mir läutet gerade mein Handy. Achtet nicht darauf, es ist egal. Gleich,
Okay, Sekunde. Ich bin eine gleich wieder da. Okay, weiter geht's. Was war gerade? Okay, ja genau. Hier, wie gesagt, sollten wir mit den Taslo-Türmen gut vorankommen. Der baut die auch so viel schneller als die fucking Speerwerferin. Gott sei Dank. Also inzwischen, also wir sollten, also ganz ehrlich, wenn wir jetzt noch irgendwie verrecken, habe ich keinen Plan, wie wir das hinkriegen sollen. Wir sollten mit einem Großteil der Armee, nachdem wir einen vierten Taslo-Turm links gebaut haben, hier das eine Lager, hier präventive Maßnahmen und so, wegtun. Das hoffentlich funktioniert so, wie ich mir das vorgestellt habe. Hier rechts sollten wir uns um nichts mehr kümmern müssen, rein theoretisch. Aber hier dieses echt hier. Wo ist es? Nein, nicht. Hier. Warum kann ich das jetzt nicht mehr machen? Ich konnte doch hier gerade irgendwie Handelssteine für Gold oder so. Was? Spezialaktion. Ach ja, Spezialaktion. Genau. Handelsschädel für Stein. Wir brauchen nicht so viele Schädel. Wir brauchen vielleicht noch ein bisschen Schädel, aber sicher nicht so viele. Und bauen noch hier einen vierten Taslo-Turm. Oben auf. Alles klar hier oben. Seid ihr so weit? Was für eine Reichweite hat denn das Vieh? Bis 60, also so viel so wie der Taslo unter Umständen. Das ist nicht so schlecht. Vor allen Dingen, wenn wir mit Taslo dann auch angreifen in die Richtung oder nach oben können, kann der auch Dampfpanzer und so abschlachten. Und ich hoffe, er wird sie wirklich abschlachten. Das wäre nämlich nice. Inzwischen sollten wir übrigens mal wieder speichern, schnell speichern unter Valhalla 3, glaube ich. Egal. Scheiß drauf. Ist auch wurscht, wie man das schreibt. Ich will nur irgendeine Möglichkeit haben. Okay, Kleemann nicht ganz so weit hier vorne, weil A, bist du Fernkämpfer und B, bist du so muy importante. Die Speerwerferin können da eh nicht helfen. Okay, aber inzwischen, wir werden dann nach oben angreifen mit einer mittleren Macht, in der wer ist? Der Kleemann. Wobei, wir könnten dort sterben. Also, dort ist das Brachio-Katapult. Also, dort sind die Brachios. Ne, ein Brachio, ein Allo. Ein Brachio, ein Allo und... Also quasi, mach mal hier die obere Reihe von denen und eine Reihe von... Ne, eineinhalbe Reihen von denen und keine... Und die Speerwachen, die hier schon stehen. Und das sollte dann hoffentlich so passen. Ich meine, wir haben dann hier vier Taslo-Türme, also ganz ehrlich. Und wir haben Steena, weil wir lassen Steena und Tesla da. Weil ich muss warten, bis die mal wieder ein bisschen größeren Angriff gemacht haben. Und dann muss ich sie danach in den Arsch ficken. Okay. Der macht, wie viel bringt der mir jetzt eigentlich? Schauen wir mal kurz. 104. Der bringt mir 14 pro Ding. Aber immerhin haben wir dieses Schädel für Stein. Das ist saugut. Und das ist auch, halt auch so ein bisschen langsam. Langsam aber doch. Wir könnten wir rein theoretisch einen Bazar hier so hinbauen mit dem Eingang dahin. So, genau. Genau, ich glaube, das ist am besten. Erstmal hier, du wirst abgebaut. Ja, ich glaube, so passt das. Wie gesagt, Taslo lassen wir hier. Bela, einen sollten wir mitnehmen. Am besten, wir nehmen Cole mit. Platz da. Dann nehmen wir... Wobei, nein, wir haben gesagt, wir warten noch kurz. Können wir los? Seid ihr soweit? Genau. Ich erledige das. Hier, Fahrzeug, Apparatur. Ein Volltreffer. Du machst das. So. Seid ihr soweit? Diese Fahrzeugdemontage ist, glaube ich, wirklich... Nein, zurück! Kann, glaube ich, wirklich der Hammer sein. Vor allen Dingen, so langsam ladet sich zum Beispiel Belas Schuss gar nicht auf, also... Wir haben da wirklich gute Karten. Oh, der Brachio steht einfach nur herum. Das ist nicht gut. Los, los.
Ich kenne den Weg. Garland! Wir müssen uns halt jetzt gerade wirklich eher defensiv verhalten. Ich erkunde die Gegend. Geht's los? So. Auf dem Weg. Und jetzt hier so. Hallo. Alles klar hier oben. Brachio. Ein relativ ordentlicher, okay, Steg. Und hier alle aus dieser Reihe. Was seid ihr? Unterwegs. Hierher. Und damit greifen wir an. Ja, hoffe ich. Was muss erlegt werden? Vorwärts, Amazonen. Ich hoffe, das reicht hier als Verteidigung, was wir hier jetzt... Aber das sollte schon. Also ich meine, das sind alle Helden der Druide und alles. Also der Druide kann die Dinos heilen und alles. Also ganz ehrlich, das sollte schon... Wobei, der Druide sollte eigentlich... Moment, wo ist Taslo? Taslo? Raffiniert. Tempel, 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 Tempel. Wo ist Tempel, 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 Tempel? Tempel hält allen Helden in der Nähe. Genau, dann können wir den Druiden jetzt mitnehmen. Ich glaube. Weil wir können die dann immer hierher schicken und der Tempel heilt sie, das ist gut. Außerdem könnten wir rein theoretisch einen Druiden, einen Schamanen, okay, einen Schamanen ausbilden. Ich weiß nicht, ob der Schamane so gut ist, egal. Ich will kämpfen. Wir versuchen es einmal und speichern vorher. Speichern Valhalla 4. Und würden dann, damit würde ich aber sagen, mit dem Speicherstand, ob wir mit dem was reißen, schau mal. Wir marschieren Richtung Norden. Und dort sehen wir uns dann beim nächsten Mal, wenn wir den Außenposten der Barbaren angreifen. Und bis dahin sage ich, tschüss Leute!